So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt ein bisschen rumgetütelt und rumexerziert, damit die Dialoge hier sich nicht andauernd wiederholen und ihr euch langweilt. Aber jetzt habe ich das Richtige herausgefunden und hier geht es dann eigentlich auch weiter. Ich hoffe für Sie, dass das hier nicht klappt. Warum nicht? So, und jetzt können wir ihn endlich mal ein bisschen drohen. Sobald ich ein Gott bin, schicke ich Sie in die Hölle. Ich biete Ihnen Unsterblichkeit. Ist das der Dank dafür? Schon mal was von Gottes Zorn gehört? Warten Sie nur ab. Warten Sie! Vielleicht habe ich das noch nicht gut genug durchdacht. Sie wollen als Erster gehen? Sie planen etwas gegen mich, trotz meiner Großzügigkeit? Nun, auf diese Art werden Sie nicht die Oberhand gewinnen, Dr. Jones. Runde da! Treten Sie zur Seite, Jones! So, wir haben ihn betütelt. 98, 99, 100, 100 Perlen. So wie wir es machen wollten, ihn betütelt. Freuen Sie sich schon auf meinen Rache. So, betütelt und verreckt er erstmal eine Runde. Beim dritten Mal klappt es dann endlich. Yeah, ich fühle es. Oh, ich werde so stark. Verpufft. Folge mir, Sophia. So, endlich betüdelt. Nach 3-4 Versuchen haben wir es endlich mal hingekriegt, ihn zu betüdeln. Er ist verreckt, so wie er sollte. Und die beiden flüchten jetzt endlich aus Atlantis. Und Atlantis zerstört sich jetzt von selbst. 100 Perlen waren eindeutig zu viel. Das ist aber auch nicht so schlimm. Und nein, ich steuere die nicht. Die steuern sich hier ganz alleine. Beeil dich! Erfolgreich geflüchtet. Sehr schön. Die Überreste von Atlantis noch hier. Weißt du, viele meiner Entdeckungen klingen wirklich wie Fabelgeschichten, selbst für mich. Aber diesmal habe ich wenigstens einen Beweis. Dann wieder? Vielleicht auch nicht? Wofür sollte das gewesen sein? Um den Schmerz zu lindern. Das war es damit. Diesmal 590 von 590, der Indie-Quotient. Und wie gesagt, hat er versprochen, euch zu verraten, was passiert, wenn Sophia nicht gerettet wird von uns. Dann würde sie hier nicht sein und Indiana Jones würde sie nicht küssen, sondern würde ganz einfach nur sagen, schade, dass Sophia das nicht miterleben kann. Und während der Flucht würde man auch Sophia nicht mehr sehen. Er flüchtet sozusagen alleine. Ich glaube, man sieht nur eine kleine Katzchen, wo sie in ihrem Räumchen da steht und halt erschlagen wird. Und das war's dann. Das sind jetzt die Credits. Und damit ist das Let's Play zu Ende.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein wenig mir dabei zuzusehen, die Dialoge euch reinzuziehen. Die Dialoge zwischen Indy und Sophia waren, wie gesagt, eine der besten. Einfach knallharte Disserei und pure Liebe. Perfekt. Also mir hat es damals sehr gefallen. Und ich habe in dem Spiel damals wirklich alles ausprobiert, alle drei Wege, mehr als einmal durchzuzocken. Und ich habe auch einmal Sophia nicht gerettet, weil sie mir so weit auf die Nerven ging, dass ich sie einfach mal nicht retten wollte. Oder besser gesagt, ich habe das Zepter mir einfach nur geschnappt und bin dann rausgerannt und wollte einfach nur mal gucken, was passiert, ob sie mir hinterherkommt oder bla 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 und pipapo. Und hatte da zufälligerweise entdeckt, dass man auch ohne sie gut weiterkommt. Nun gut. Wie gesagt, ein wirklich sehr schönes Spiel. Das erste Spiel, was ich in jungen Jahren wirklich komplett durchgespielt habe. Und wie gesagt, des Öfteren auch noch. Das hat mir damals schon viel Spaß gemacht und es hat mir auch diesmal viel Spaß gemacht. Besonders viel Spaß hat es mir gemacht, darüber ein Let's Play zu machen. Und ich hoffe, ihr guckt euch noch meine anderen Let's Plays an. Meine abgeschlossenen Projekte und vielleicht kommt ihr bei dir als etwas jüngerer Mann. Oh, verdammt, hätte ich was vorlesen können, aber egal. Vielleicht schaut ihr euch noch meine älteren Projekte an. Und ich hoffe, dass ihr euch auch meine neueren Projekte anschauen werdet. Und dann mit den Worten LucasArts beende ich dieses Let's Play und sage Tschüss.